Hallo meine Freunde, hier ist Armin Stauten mit einem Lightroom-Voreinstellungstutorial. Heute wollen wir uns mit den Katalogeinstellungen beschäftigen, die man in Lightroom unter dem Lightroom Classic Menü findet. A, wenn man einen Macintosh hat, B, wenn man einen Windows-PC hat, im Bearbeiten-Menü. Schauen wir uns den ersten Reiter an, der heißt Allgemein. Hier findet ihr allgemeine Informationen über euren Katalog oder könnt euch den auch anzeigen lassen, wenn ihr auf diesen Knopf klickt. Natürlich erscheint das neue Fenster auf meinem zweiten Bildschirm und nicht hier, wo es eigentlich hin soll. Mache ich mal wieder weg. Dann seht ihr ja auch die letzte Sicherung. Und was soll das denn eigentlich bedeuten? Das hat nämlich mit diesem Punkt hier unten zu tun. Das heißt, Lightroom schlägt dir standardmäßig einmal die Woche vor, hey, mach doch ein Backup von deinem Katalog, weil das wäre doch schade, wenn der Katalog mal weg ist. Das wäre nämlich richtig doof. Vor allen Dingen, wenn man im zweiten Reiter bestimmte Einstellungen nicht getroffen hat, dann wäre das so richtig doof, wenn der Katalog verschwindet. Also wollen wir natürlich ein Backup davon machen. Und zwar machen wir das einmal die Woche? Nee, das machen wir nicht einmal die Woche. Keine Ahnung, wir machen das vielleicht einmal im Monat oder alle drei Monate mal. Das ist völlig ausreichend. Weil nämlich bei dem Sichern des Kataloges dann auch noch eine Optimierung des Katalogs durchgeführt wird, was also auch eine tolle Sache ist, weil er eventuell dann wieder schneller arbeitet. Ich mache das folgendermaßen. Ich mache das nämlich nach jedem Beenden von Lightroom. Das heißt, ich mache nicht das Backup jedes Mal, wenn ich Lightroom beende, sondern ich mache das alle paar Wochen mal und zwar nach Gefühl, je nachdem, wie viel ich gearbeitet habe. Ich bekomme jedes Mal den Vorschlag. Ich kann euch das ja mal zeigen. Wir beenden jetzt einfach mal Lightroom und dann bekomme ich einen Vorschlag, ob ich meinen Katalog sichern will. Ich muss das natürlich nicht machen, weil ich kann einfach auf diesmal überspringen klicken. Wenn ihr jetzt euer Lightroom standardmäßig installiert habt, dann bekommt ihr vorher noch einen anderen kleinen Dialog, ob ihr Lightroom wirklich beenden wollt. Den habe ich irgendwann mal weggeklickt, ich kriege den aber nicht mehr wieder. Das heißt, da ist noch mal so ein kleines Fenster. Willst du Lightroom wirklich beenden, ja oder nein? Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber möglicherweise taucht das bei euch auf. Da gibt es dann unten links, glaube ich, so ein Kästchen, wo man reinschreiben kann, dass man den nicht wiedersehen will. Also wenn ich jetzt auf Beenden gehe, dann will ich den auch beenden. Okay, und deswegen brauche ich diese Erinnerung nicht. Ihr bekommt also diesen sicheren Dialog, könnt hier oben nochmal diese Voreinstellung verändern, aber das ist wirklich die praktischste. Bei jedem Beenden von Lightroom kriegt man den Dialog und geht einfach standardmäßig auf Überspringen. So, nur wenn ihr das Gefühl habt, boah, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet in letzter Zeit und mein Katalog ist irgendwie langsam geworden und so und ach, wäre doch vielleicht ganz gut, jetzt mal ein Backup zu machen, dann geht ihr auf Sichern und stellt dann hier vorher natürlich einen Pfad ein, weil der Standardpfad, der liegt neben eurem Originalkatalog und das ist natürlich ziemlich sinnlos, oder? Ein Backup neben dem Original zu erstellen ist sinnlos, also wählt doch hier einfach irgendeine externe Festplatte aus, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Selbstverständlich will man die Integrität des Katalogs prüfen. Deswegen macht man das ja unter anderem auch. Also ist der Katalog in Ordnung und danach wird er dann auch noch optimiert. Dann wird er komprimiert, in ein ZIP gepackt und liegt dann irgendwo in eurem Backup-Ordner. So, ich will das natürlich diesmal nicht machen. Ich gehe einfach auf Überspringen. Lightroom wird beendet und ich starte Lightroom neu, damit wir uns die nächsten Punkte angucken können. Zack, da ist es auch schon. Wusch. Okay, dann gehen wir mal auf die nächsten Einstellungen und zwar heißen die Dateihandhabung. Als erstes wird hier angezeigt die Vorschau, der Vorschau-Cache, wie groß der ist. Da wird nachher eine 56 GB auftauchen, das dauert aber ein paar Minuten, bis der das hier berechnet hat. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich die Standard-Vorschau-Größe. Und zwar taucht dieser Parameter der Standard-Vorschau-Größe an zwei Orten auf, und zwar vor allen Dingen beim Import. Ganz wichtige Geschichte. Wenn ihr Bilder importiert, ist jetzt egal, ob hier was angezeigt wird oder nicht. Hier oben, dort wird eine Vorschau erstellt. Und zwar wird auf jeden Fall eine Vorschau erstellt. Also 1:1 Standard oder diese anderen beiden Möglichkeiten hier. Da habe ich auch schon länger mal drüber gesprochen, über dieses Thema. Das ist ganz wichtig. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, eine 1:1 Vorschau zu generieren, weil die ist zu groß, das dauert zu lange. Und wenn ihr ins Entwickelmodul geht, wo ihr die 1:1 Vorschau tatsächlich auch öfter brauchen werdet, dann wird dort sowieso eine neue Vorschau erstellt. Das heißt, die
1:1 Vorschau in einem Bild einzubetten macht überhaupt keinen Sinn, weil dann, wenn ich sie wirklich brauche, wird sie sowieso neu generiert. Also um das jetzt nochmal deutlich zu sagen. Deswegen ist es ausreichend, eine Standardvorschau zu machen. Und wie die aussieht, die Standardvorschau, das entscheide ich. Guck mal, jetzt will der hier was importieren. Dabei gibt es hier gar nichts. Das entscheide ich hier. Und zwar habt ihr diese Möglichkeiten. Entweder automatisch. Und automatisch bedeutet, das ist die Bildschirmgröße von dem Bildschirm, auf dem das Hauptfenster von Lightroom geöffnet ist. Das Hauptfenster ist eben dieses hier mit diesem Menü hier, wo quasi die Bibliothek drin ist. Ja, also wenn man zwei Bildschirme hat, ist das tatsächlich ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Aber dann müsst ihr dann das vorige oder vorletzte Video schauen über die Voreinstellung. Da habe ich über dieses Thema gesprochen, wenn man mehrere Bildschirme hat. Okay, also Lightroom nimmt dann automatisch die Pixelzahl von eurem Bildschirm. Die ist jetzt bei mir hier 2560. Bei euch ist das dann eine andere Pixelzahl. Das heißt, eine Standardvorschau, die eingebettet wird, die bezieht sich quasi auf den Bildschirm, den ihr hauptsächlich mit Lightroom benutzt. Ihr könnt auch hier andere Pixelzahlen eingeben, wenn ihr der Meinung seid, ihr braucht keine so große Vorschau, aber keine Ahnung, ich mache das eben so, ich finde es praktisch und es ist schnell. Gut, dann haben wir hier die Qualität der Vorschau und wir können dann noch entscheiden, wenn 1:1 Vorschauen erstellt wurden, weil ihr eben im Entwicklungsmodul wart, sollen die für immer Bestand haben, weil die brauchen ja auch ein bisschen Speicherplatz, oder sollen die nach einer Zeit gelöscht werden. Ich sage, es ist völlig in Ordnung für mich, wenn die nach 30 Tagen gelöscht werden, weil wenn ich da erstmal ein Bild bearbeitet habe, dann gehe ich da auch so schnell nicht nochmal ran. Dann brauche ich eigentlich diese Vorschau gar nicht mehr, okay? So, das sind diese Einstellungen und wenn ihr das mit der Standardvorschau nochmal sehen wollt, das ist, wenn ich hier auf F klicke, das ist quasi die Vollbildvorschau. Das wäre jetzt quasi die Vorschau, die jetzt von Lightroom, wenn es jetzt ein RAW zum Beispiel wäre, berechnet worden wäre beim Import und dann in die Datei eingebettet wurde. Das wäre jetzt diese Vorschau, okay? So, ich klicke nochmal auf F, dann sind wir wieder in der Bibliothek. Dann schauen wir uns mal die nächsten Einstellungen an. Hier unten gibt es noch eine Importnummer und importiert Fotos. Das hat mit der Dateinamensgebung zu tun. Ich zeige das nochmal beim Import. Hier könnt ihr eine Dateinamensvorgabe angeben. Ich mache das immer so, das heißt, ich übernehme niemals die Dateinamen meiner Kamera, sondern ich bearbeite die jedes Mal mit einem Datum und hier ist ja auch egal, wie ich das mache. Auf jeden Fall gibt es hier verschiedene Nummerierungen, wenn ihr euch das mal anguckt. Ich will das jetzt nicht zu lange machen, ich will das jetzt nicht im Detail besprechen. Auf jeden Fall diese Nummerierungen haben zwei verschiedene Kategorien. Das eine ist, wie oft habe ich was importiert? Also wie viele Importvorgänge gab es? Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Sinn das macht. Also das ist vielleicht für Agenturen wichtig oder so. Also wenn ihr wirklich jeden Tag ganz viele Bilder importiert, wollt ihr vielleicht mal wissen, was der zehntletzte Import war oder sowas. Also hier werden die Anzahl der Importe quasi katalogisiert. Das heißt, wenn ihr das nehmt für die Dateinamen, dann könnte hier eine 1 stehen, da könnte dann aber auch eine 25 stehen oder sowas. Also hier könnt ihr entscheiden, wo diese Nummerierung beginnt. Boah, das war jetzt aber kompliziert. Das hätte ich auch echt einfacher formulieren können. Und hier einfach die Anzahl der Fotos, ob das mit einer 1 beginnt oder mit einer anderen Zahl. Das heißt, das hier ist eigentlich eine Art von dynamischer Voreinstellung. Das heißt, wenn ihr dann mal mit einer anderen Zahl anfangen wollt mit dem Import, dann könnt ihr hier reingehen, hier die Zahl verändern und erst dann den Import machen und dann wäre diese Zahl anders, nehme ich mal an. So, meine Lieben, dann schauen wir uns mal die Metadaten an. Das fängt ganz einfach an, nämlich hier mit den Vorschlägen. Vorschläge von zuletzt eingegebenen Werten anbieten. Das bezieht sich auf alle Textfelder, wo ich was eintragen kann in Lightroom, zum Beispiel hier die Keywords. Da wird jetzt aber nichts passieren, wenn ich hier zum Beispiel ein B eintippe, weil ich die nämlich alle gelöscht habe. Mir sind die auf die Nerven gegangen. Ich habe zigtausend Stichwörter in meinem Katalog und bekomme dann auch zigtausend Vorschläge, was ich alles mit B irgendwann mal eingegeben habe. Und das wollte ich nicht mehr, deswegen habe ich das nicht nur ausgemacht, sondern auch die Vorschläge gelöscht. Ihr würdet jetzt normalerweise, wenn ihr das eine Zeit lang gemacht habt mit den Keywords
oder meinetwegen auch mit dem Titel oder der Bildunterschrift oder anderen Feldern, die man in Lightroom eintragen kann, dass Lightroom sich dann einfach merkt, was habt ihr zuletzt eingegeben, und ihr kriegt dann einfach so eine Vorschlagliste. Die war mir aber dann zu anstrengend, weil man das nämlich immer wegklicken muss. Man kann da nicht einfach weiter tippen, sondern man muss die dann irgendwie wegklicken, und ich fand das wirklich sehr, sehr unpraktisch. Deswegen habe ich hier auf diesen Knopf gedrückt, alle Vorschläge löschen und das hier ausgemacht, und seitdem kriege ich keine Vorschläge mehr und mein Leben ist einfacher. Die nächsten beiden Punkte sollten aus meiner Ansicht nach immer an sein. Ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Das ist eben eine grundsätzliche Entscheidung, wie man in Lightroom arbeiten will. Will man Lightroom so behandeln, als wäre es Photoshop, oder will man Lightroom so behandeln, als wäre es Lightroom? Das ist eben hier die Frage. Das hier ist die Lightroom-Einstellung und das wäre die Photoshop-Einstellung. Das ist natürlich Quatsch, was ich jetzt hier sage, weil es geht einfach darum, dass wenn ich das, was ich mit den Dateien mache in Lightroom, nicht abspeichere in den Dateien, dann existiert diese Bearbeitung nur in meinem Lightroom-Katalog. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil, vor allen Dingen für Anfänger, weil ihr müsst erstmal diesen Workflow, den Lightroom da hat, verstehen. Das ist natürlich eine ganz, ganz grundsätzliche, wichtige Sache, aber man kann auch ohne den zu verstehen mit Lightroom arbeiten. Dann sollten aber wirklich diese Häkchen hier an sein. Ich mache die jetzt mal aus. So, das heißt, wenn ich jetzt mit einem Format arbeite in Lightroom, das nicht RAW ist, also JPEG, TIFF, PNG oder PSD, dann wird das, was ich damit gemacht habe, nicht in die Originaldatei reingeschrieben. Dazu muss man aber Folgendes verstehen. Ich nehme jetzt einfach mal hier irgendein Bild aus Lightroom. Ihr seht, das steht alles auf 0. Das heißt, das ist importiert, damit ist nichts angestellt worden. Ich klicke jetzt hier mal auf Automatisch und dann werden ja hier Regler gezogen. Aber in Lightroom ist es so, dass es absolut non-destruktiv ist. Das heißt, Lightroom wird niemals euer Original anfassen. Das heißt, irgendwelche Pixel verändern oder sonst irgendwas mit dem Bild anstellen, sondern das Original bleibt immer erhalten. Alles, was Lightroom macht, mehr ist es nicht, ist eine Textdatei zu schreiben, in der das, was ich hier gemacht habe, protokolliert wird. Und zwar hier auf der linken Seite, das ist das Protokoll. Also, in diesem Punkt automatische Einstellungen sind natürlich jetzt schon ein paar mehr Parameter drin. Wenn ich das jetzt einzeln bediene, dann werdet ihr sehen, dass hier, aha, Kontrast, aha, Tiefen, alles, was ihr jemals in Lightroom mit einem Bild macht, das wird in diesem Protokoll protokolliert. Und das gilt für den Katalog, insofern ich das nicht automatisch abspeichere. So, jetzt gehen wir mal in den Katalog zurück und schauen mal, ob wir auf irgendeine Art und Weise feststellen können, dass dieses Bild nicht abgespeichert ist, weil wir haben ja oben diese Einstellung ausgemacht. Das heißt, dieses, was ich eben damit gemacht habe, wird nicht in die Originaldatei reingeschrieben. Wenn es dort reingeschrieben wird, werden ja keine Pixel verändert, sondern es wird nur in die Metadaten einer Datei, jeder Datei sind noch Metadaten zugeordnet, wie zum Beispiel Öffnungsdatum, Änderungsdatum, all solche Dinge. Also jede Bilddatei hat so einen extra Part in seiner Dateistruktur, wo man eben sowas ablegen kann, solche Daten. Und das ist eben jetzt nicht automatisch passiert. Ich habe aber hier überhaupt keine Möglichkeit festzustellen, ob das Bild abgespeichert wurde oder nicht, insofern es kein RAW ist. Bei RAWs, ich zeige euch das gleich bei RAWs noch, da ist das ein bisschen anders. Das heißt, das ist eine ganz üble Geschichte, wenn ich jetzt den ganzen Tag lang mit Lightroom arbeite und Lightroom fordert mich niemals auf, ein Bild abzuspeichern. Das ist nicht so wie Photoshop. In Photoshop könnt ihr nicht ein Bild schließen ohne, also wenn es verändert wurde, ohne dass ihr einen Speicherndialog bekommt. Das geht nicht. Weil dann wäre die Bearbeitung weg. Lightroom ist das anders. Lightroom macht das eben alles automatisch und deswegen gibt es hier nichts zu speichern. Wenn ich diese Einstellung aber ausgemacht habe, dann müsste ich es per Hand speichern, und zwar hier über Metadaten in der Datei speichern. Und wenn ich das jetzt mache, dann würden jetzt, das habt ihr jetzt auch an diesem Bearbeitungsvorgang hier oben links gesehen, diese Daten abgespeichert, aber ich habe hier oben kein Symbol oder irgendwas an diesen Dateien, das mir anzeigt, dass die bearbeitet wurden und nicht abgespeichert wurden. Ich habe natürlich hier unten rechts so ein schwarzes Symbol, das seht ihr. Das hier steht für Metadaten, dieser Bleistift. Das heißt, dass hier irgendwo ein Keyword drin steht, zum Beispiel das hier. Und das andere Zeichen hier, dieses Plus-Minus-Zeichen, das bedeutet, wenn ich da draufklicke, dann komme ich ins Entwickeln-Modul, dass dieses Bild bearbeitet wurde. Aber jetzt mal ernsthaft. Wollt ihr jetzt wirklich bei zigtausend Fotos hier hoch und runter scrollen und dann gucken, ob es hier so ein kleines Symbol gibt? Also ihr habt überhaupt keine Handhabe,
festzustellen, ob ein Bild abgespeichert wurde oder nicht. So, jetzt habt ihr gesehen, habe ich hier eben an den Stichwörtern was verändert. Und in dem Moment kriege ich hier oben ein Zeichen, das sagt mir, der Metadatenstatus muss aktualisiert werden. Das heißt, wenn ich das Bild bearbeite, bekomme ich dieses Zeichen nicht. Aber wenn ich an den Metadaten was mache, dann bekomme ich es. So, und das ist eben das, was man normalerweise bei einer RAW-Datei auch bekommt. Das zeige ich euch jetzt mal an einer RAW-Datei, da ist das nämlich einfacher zu erklären. So, wo haben wir denn jetzt hier irgendwas? Nehmen wir mal das hier. Nehmen wir mal hier einfach hier so ein bisschen Nebelbild. Ich gehe mal hier auf automatisch. Regler wurden verändert, Protokoll wurde geschrieben. Ich gehe ins Modul zurück und dann bekomme ich hier oben genau dieses selbe Symbol. Und das Symbol mit den drei Strichen und dem Pfeil nach unten bedeutet immer, dass der Metadatenstatus noch nicht abgespeichert ist. Und ihr habt bei der JPEG-Datei gesehen, wenn ich sie im Entwickelmodul bearbeite, bekomme ich das Symbol nicht. Nur dann, wenn ich an den Keywords zum Beispiel was verändere, dann bekomme ich das. Das heißt, das ist dann eine echt unsichere Sache. Man weiß nicht, ob ein JPEG, TIFF oder PSD-Datei bearbeitet wurde und nicht abgespeichert wurde. Und das ist eine Sache, wenn ich mit zigtausenden Fotos in einem Katalog arbeite, das geht nicht. So kann man nicht arbeiten. Man ist sich nicht sicher, weil wenn der Katalog kaputt geht, wenn ihr diese Bilder in einen anderen Katalog reimportiert oder wenn ihr diese Bilder an jemand anders weitergibt, sind diese Bearbeitungsschritte nicht in den Dateien abgelegt, sondern wirklich nur in eurem Originalkatalog. Das ist das Problem. So, jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt auf das Symbol hier klicken und dann ist das Bild abgespeichert. Ich kann hier oben in das Menü gehen und sagen, Datei speichern oder eben diesen Kurzbefehl benutzen. So, jetzt habt ihr aber eine Zeit lang mit diesen Einstellungen ausgearbeitet. Das heißt, wie bekommt ihr denn eine Anzeige von allen Bildern, die nicht gespeichert wurden oder wo es einen Metadatenkonflikt gibt? Und zwar gibt es hier eine Standardsammlung, die in jedem Lightroom gibt es die, die heißt Metadatenstatus. Und wenn ihr da drauf geht, dort findet ihr alle Bilder, wo die Metadaten nicht in Ordnung sind. Also wo es irgendeine Art von Konflikt gibt. Das hört sich jetzt schrecklicher an, als es ist. In der Regel passiert da rein gar nichts. Das kann auch einfach wirklich nur irgendein Datum sein, was sich verändert hat. Irgendein öffnendes Datum oder irgendwas. Es muss nicht immer sich um eine Bearbeitung handeln. Das kann man aber nur individuell entscheiden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Bild hier, da ist oben so ein Ausrufungszeichen. Was steht da? Metadatenkonflikt. Ich klicke da drauf. Jetzt steht hier, dass die Metadaten von diesem Foto von einer anderen Software geändert wurden, und zwar außerhalb von Lightroom. Und was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt die Metadaten von der externen Software nehmen? Das ist der blaue Knopf. Nee, stimmt gar nicht. Das sind die Lightroom-Einstellungen, die jetzt im Katalog gespeichert sind, oder soll ich die nehmen, die vom Datenträger kommen, also jetzt sagen wir mal von Photoshop oder sowas. Ich würde normalerweise sagen, ja klar, wenn ich das in Photoshop nochmal geöffnet habe, hatte ich schon meinen Grund dafür, also nehme ich die. Es ist da wahrscheinlich rein gar nichts passiert, weil die Pixelbearbeitung, die ich in Photoshop gemacht habe, die bleiben auf jeden Fall erhalten, weil das ist ja das Original. Es geht einfach um die dazugehörigen Metadaten. So, und bei diesen beiden Bildern ist es so, dass jetzt hier die Metadaten noch nicht abgespeichert wurden, also muss ich das jetzt hier einfach machen. Da klicke ich da einfach oben drauf und dann sind die Bilder aus dieser Sammlung verschwunden. Das ist alles furchtbar kompliziert und irgendwie nicht sehr befriedigend, finde ich. Ich gehe jetzt nochmal hier zurück, genau, bis wir wieder bei diesen Bildern sind. Also meine ganz klare Empfehlung ist die, macht diese beiden Knöpfe an. Das heißt, alles, was ihr in Lightroom mit diesen Bildern macht, wird in die Metadaten des Originals reingeschrieben. So, das heißt, dass diese Bilder auch außerhalb von eurem Lightroom-Katalog in Zusammenhang mit Photoshop, Camera Raw Filter und Lightroom funktionieren. Das heißt, alle Arbeitsschritte sind dort dann abgespeichert. Früher gab es mal Leute, die behauptet haben, das würde Lightroom langsamer machen, wenn man das quasi jedes Mal, wenn ich an einem Regler ziehe, wird es sofort in die XMP-Datei einer RAW-Datei geschrieben oder so. Das ist völliger Quatsch. Das sind nur Textdateien, dort werden einfach ein paar Zahlen geändert, das war's. Und jeder moderne Rechner, der macht das quasi in einer Zehntel Nanosekunde und das merkt ihr überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Problem. So würde ich das machen. Das ist meine ganz klare Empfehlung, dass auf jeden Fall diese beiden Einstellungen hier an sind. Wenn nicht, dann werdet ihr irgendwann ins Chaos geraten. Es ist unweigerlich so, dass es unmöglich ist, das in Lightroom nachzuhalten, weil man macht einfach mal zwischendurch irgendein Bild auf, zieht dann irgendeinen Regler, macht dann das nächste Bild auf
und man kann es einfach nicht mehr nachvollziehen, was man wann wie wo gemacht hat. Kommen wir zur Adresssuche. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wenn ihr mit GPS-Daten arbeitet, dann könnt ihr Lightroom sagen, wenn ich das hier anmache, bitte schickt doch alle meine GPS-Daten an Google und sucht mir Adressen raus und schreibt die in die Bilder zurück. Wunderbare Sache, oder? Ist richtig cool. So, und wenn ihr die dann exportiert, die Bilder, dann möchte ich auch, dass diese von Google Maps oder so gefundenen Adressen auch mit exportiert werden. Also, dass die dann auch in meinen JPEGs zum Beispiel mit drin sind oder sowas. Klare Empfehlung, macht das aus. Könnt ihr aber machen, je nachdem, in welchem Zusammenhang ihr einfach Bilder verwendet. Dann gibt es sowas Wunderbares wie die Gesichtserkennung. Habe ich mal eine Zeit lang ausprobiert, fand ich irgendwie eine frustrierende Erfahrung. Es macht unglaublich viel Arbeit und bringt überhaupt nichts. Aber egal, das könnt ihr ja selber entscheiden. Wenn ihr das anmacht, nee, ich mach's lieber wieder aus, nachher habe ich ein Problem. Wenn ihr das anmacht, dann werden einfach alle Fotos immer auf Gesichter überprüft, andauernd, und dann kriegt ihr so eine Datenbank mit Gesichtern und müsst dann irgendwelchen Namen eingeben und so. Ich würde das, wenn ihr das braucht, einfach per Hand anstoßen für ausgewählte Bilder, aber nicht irgendwie für meinen gesamten Katalog. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die Lightroom hundertprozentig langsamer macht. Dann gibt es eine Geschichte, die ist auch nicht so einfach zu erklären. Man kann in Lightroom das Erstellungsdatum oder das Änderungsdatum, weiß ich es gar nicht, einer Datei ändern. Das ist aber eine Geschichte, die würde ja das Original verändern. Deswegen gibt es hier eine Sache, die ich extra anschalten muss. Das heißt, wenn ich eine Datumsänderung mache oder eine Zeitänderung, das macht ihr hier unter Aufnahmezeit bearbeiten. Wenn ich also hier die Aufnahmezeit bearbeite, dann wird es normalerweise nur im Katalog abgespeichert, aber nicht im Original. Das sagt ihr, ist vielleicht banal, aber für Journalisten ist das zum Beispiel eine wichtige Sache, weil eine RAW-Datei ist A, der Beweis dafür, dass es euer Foto ist. B, ist das ein Beweis dafür, dass die Datei, die ihr an die Agentur geschickt habt, dem Original entspricht, nämlich dem RAW. Und drittens, das Erstellungsdatum ist natürlich auch ganz wichtig, dass ich also nicht irgendwie das Datum fake und dann behaupte, das und das ist dann und dann passiert, aber es ist da gar nicht passiert. Und deswegen möchte Lightroom, dass ihr, also schätze ich jetzt mal, dass man sagt, okay, ich will, dass das in die Originaldatei reingeschrieben wird, dann gibt es hier unten eine Warnung. Das bedeutet dann ein Bruch der Lightroom-Etikette, nämlich die Originale nicht anzurühren. Aber wenn ihr ein RAW, wenn ihr die Zeit verändert hier in Lightroom, dann würde das in das Original RAW reingeschrieben. Dadurch wird die RAW-Datei verändert. Das heißt, es ist nicht mehr das Original. Und das ist ein Bruch der Lightroom-Etikette. Das ist aus Sicht von Lightroom nicht okay. Trotzdem gibt es eben hier diese Möglichkeit, das zu tun. So, das waren jetzt im Groben und Ganzen alle Metadatengeschichten. Über diese beiden Punkte hier oben könnte ich noch eine Stunde sprechen. Es gibt da wirklich ganz viele Für und Widers. Ich habe jetzt mich dazu entschlossen, das mal wegzulassen, weil es das einfach zu kompliziert wird. Also einfach folgt einfach am besten meiner Empfehlung, macht die beiden Häkchen einfach an, da kann nicht viel passieren. So, wenn ihr irgendwelche Argumente habt für oder dagegen oder wenn ich sonst irgendwas vergessen habe oder vielleicht sogar was Falsches gesagt habe oder so, schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, euer Armin Staudt.